Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie ganz herzlich zu unserer Live-Übertragung hier aus dem neuen Rathaus, oben aus dem Rottstil-Saal. Die erste Pressekonferenz des Jahres, die Corona-Pressekonferenz. Und es geht natürlich heute um die Inzidenzzahlen. Wer gedacht hat, dass über Weihnachten, Neujahr es alles besser wird, der wird nun eines Besseren belehrt, denn die Zahlen sind wieder erschreckend hoch. Alles Weitere wird Ihnen gleich der Oberbürgermeister Piet Klausen und der Sozialdezernent Ingo Nürnberger sagen. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gut geht und gute Informationen. Danke. Mal, weil es das erste Pressegespräch ist im neuen Jahr. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, es geht so weiter wie im alten Jahr. Aber trotzdem kann es nur besser werden. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Und ich freue mich, viele bekannte Gesichter zu sehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass es Ihnen gut geht und dass Sie gesund sind. Und das soll auch so bleiben. Wir fangen jetzt auch sofort an, ohne Verzögerung. Herr Nürnberger und Herr Klausen stehen anschließend auch noch für O-Töne zur Verfügung. Beginnen wird Herr Klausen. Ja, vielen Dank. Auch zunächst an Sie alle ein schönes neues Jahr 2021. Manches bleibt ja auch über den Jahreswechsel als Thema erhalten. Ich hoffe, dass wir aber in diesem Jahr insgesamt eine Entwicklung nehmen, die das ein oder andere Thema vielleicht auch mal zu Ende kriegt. Aber lassen Sie uns mit Zuversicht und auch mit Gelassenheit in dieses Jahr gehen, das ganz große Herausforderungen an jeden Einzelnen, aber auch an uns alle als Gemeinschaft stellt. Und das merken wir jetzt schon Anfang des Jahres gleich wieder. Ja, ich möchte auf ein paar Aspekte eingehen, auf das Thema dynamische Entwicklung bei uns, auf die Corona-Schutzverordnung, auf das Thema Impfen, auch auf den Stand Ausstattung Schule. Sind also einmal eine Tour de raison zu verschiedenen Aspekten, die uns jetzt gerade Anfang des Jahres insgesamt umtreiben. Wir haben, was die Entwicklung der Inzidenz in Bielefeld angeht, eine ganz deutliche Dynamik. Nachdem wir über den Jahreswechsel ja einen Rückgang der Werte hatten, haben wir jetzt sozusagen einen Peak. Es geht deutlich nach oben. Der Rückgang, wir haben das immer auch transparent gemacht, hatte auch damit zu tun, dass über den Jahreswechsel weniger kontrolliert wurde, weniger getestet wurde, weniger erfasst wurde, da blieb auch was liegen. Darum war diese Delle immer auch zu interpretieren, gab gar keinen Grund für eine Entwarnung, genauso wie der Peak, in den wir jetzt reinlaufen, dann auch wieder zu interpretieren ist. Wir holen jetzt sozusagen das nach, was über den Jahreswechsel liegen geblieben ist, salopp formuliert. Wir haben trotzdem auch real eine Dynamik, eine zuwachsende, eine steigende Inzidenz. Aber der Wert, den Sie insgesamt sehen, der muss interpretiert werden. Er ist an sich nicht alleine mehr aussagefähig. Wir analysieren die Inzidenzlage immer wieder neu danach, ob wir Hinweise darauf haben, ob es Hotspots gibt in unserer Stadt, also bestimmte Cluster, in denen sozusagen auffällige Entwicklungen stattfinden. In den letzten Tagen und Wochen gibt es nur einen Bereich, den man da aufrufen kann, das sind Senioreneinrichtungen, die über dem Schnitt dessen, was wir aus den Vormonaten kannten, betroffen waren. Lange ist das in Bielefeld alles gut gegangen, jetzt hat es eben auch eine Reihe von Senioreneinrichtungen erreicht. Das sind, wenn Sie jetzt mit solchen Clustern umgehen, dann gehen wir immer so damit um, dass wir auch diskutieren, ja, was bedeutet das? Jetzt können wir darauf gerichtete, gesonderte Maßnahmen setzen, um die Pandemieentwicklung weiter einzudämmen. Das ist bei Senioreneinrichtungen ganz, ganz, ganz schwierig, denn wir wollen eine vollständige Isolierung auch der alten Senioren gerade vermeiden. Und wenn Sie keine vollständige Isolierung hinnehmen wollen, dann müssen Sie immer mit Restrisiken arbeiten. Und das ist ein Dilemma, in dem wir nicht nur wir uns in Bielefeld befinden, sondern das in allen Städten überall diskutiert wird. Die machen in den Senioreneinrichtungen in Bielefeld einen richtig guten Job. Mit hohem Engagement, mit hohen Standards und trotzdem realisiert sich jetzt das ein oder andere Risiko dort. Was wir aber aus dieser Analyse der Inzidenzentwicklung in Bielefeld ableiten können im Moment, ist, dass wir keinen Anlass sehen für allgemeine zusätzliche ergänzende Ausgangsbeschränkungen. Denn wenn ich nur eine Auffälligkeit in den Senioreneinrichtungen habe, das würde ich mit allgemeinen Ausgangsbeschränkungen
dem würde ich damit nicht begegnen können. Und da wir sonst keine Hinweise darauf haben, wo wir zupacken sollen, sind wir Stand heute nicht unterwegs, allgemeine zusätzliche Ausgangsbeschränkungen als Methode zu aktivieren. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, denn wenn ich jetzt als zweites die Corona-Schutzverordnung, die Ihnen ja auch allen vorliegt, 20 Seiten dick wieder, ich glaube jetzt die 30. Änderung über den Daumen, wenn ich die einmal aufrufe, dann sage ich als erstes, ja, es ist gut, dass der Lockdown fortgesetzt wird, zumindest bis zum 31. Januar. Das war richtig, das war auch geboten, die Inzidenzlage insgesamt gebietet es. Ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein, Ingo Nürnberger wird da vielleicht besser noch mal einmal durchführen können. Ich will nur auf zwei Aspekte eingehen, die mir wichtig waren in Nordrhein-Westfalen auch. Wir haben ja diese Regelung, Haushalt plus eins darf sich treffen. Ich finde ausgesprochen gut, dass die Landesregierung an der Stelle bei ihrem bisherigen Kurs geblieben ist, hier die zu betreuenden Kinder nicht mitzuzählen. Also Sie können, wenn Sie mit Kindern unterwegs sind, durchaus auch mal 2, 3 Kinder unterwegs haben. Das wird an der Stelle dann nicht mitgezählt und das finde ich auch richtig, denn wir haben bei den zu betreuenden Kindern, wir fassen unter den zu betreuenden Kindern grundsätzlich alle Kinder, die jünger als 14 Jahre sind und auch ältere Jugendliche, wenn sie einen Betreuungsbedarf haben, also zum Beispiel Jugendliche mit Behinderung. Die haben einen Begegnungsbedarf und dem muss man auch Rechnung tragen. Und darum hätte diese Haushalt plus eins Regelung an der Stelle für Schwierigkeiten gesorgt. Ich finde also ausdrücklich gut, und das habe ich auch als Vorsitzender des Städtetags gestern öffentlich begrüßt, dass die Landesregierung hier bei ihrem Kurs geblieben ist. Etwas problematischer finde ich und finden auch die Städte insgesamt die Thematik mit dem sogenannten 15-Kilometer-Bewegungsradius. Darüber finden Sie in der Corona-Schutzverordnung nichts. Sie finden das nur in der Verabredung zwischen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin. Und es ist für Nordrhein-Westfalen in Aussicht gestellt, dass den Städten, die sich zu Hotspots entwickeln, da kann Bielefeld ja auch sehr schnell zugehören, dass diese einen solchen 15-Kilometer-Bewegungsradius durch Allgemeinverfügung anordnen sollen. Dem stehe ich sehr skeptisch gegenüber. Warum? Zum einen ist die Regelung schon unklar. Man darf sich nicht über 15 Kilometer bewegen, wenn man keinen triftigen Grund hat. Da geht es schon los. Was ist denn jetzt ein triftiger Grund und wann ist es kein triftiger Grund mehr? Und das Zweite ist, ja, 15 Kilometer um was? 15 Kilometer um meine Wohnung oder mein Büro am Niederwall oder 15 Kilometer um die Stadtgrenze von Bielefeld herum? Da merken Sie auch sehr schnell, dass wir zu sehr unterschiedlichen Handhabungen kommen und Betroffenheiten. 15 Kilometer um Bielefeld herum ist ja schon ein relativ großer Radius. 15 Kilometer um mein Büro herum ist schon deutlich weniger. Da käme ich ja knapp nach Sennestadt mit. Also das scheint sehr fragwürdig zu sein und es gibt auch erhebliche rechtliche Bedenken, ob man das so exekutieren und auch gerichtsfest zur Anwendung bringen kann. Darum haben wir als Städtetag deutliche Skepsis und Zweifel geäußert und für Bielefeld habe ich nicht vor, selbst wenn wir die 200er Inzidenz in den nächsten Tagen reißen, womit ich rechne, habe ich nicht vor, einen solchen 15-Kilometer-Bewegungsradius einzuführen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen jetzt die Kitas im sogenannten eingeschränkten Betrieb. Also eingeschränkter Betrieb heißt, die Betreuungszeiten werden jeweils um 10 Stunden reduziert. Es gibt darüber hinaus vom Familienminister den Appell an alle Eltern, bitte nutzt die Kita-Angebote möglichst nicht. Organisiert euch in den Familien selber. Es ist besser, wenn jetzt nicht alle in die Kitas kommen. Das finde ich und finden wir im Städtetag auch so richtig und angebracht. Ich will ausdrücklich auch nochmal sagen, die Eltern haben die Möglichkeit heute über die sogenannten Kinderkrankentage, aber auch über den Einsatz ihrer Erholungstage Anfang des Jahres, ihres Erholungsurlaubs Anfang des Jahres, die Organisation zu schaffen.
Auch die Arbeitgeber der betroffenen Eltern sind aufgefordert, sich hier großzügig zu verhalten. Da muss wirklich ein Rädchen ins andere greifen. Und da müssen alle an der Stelle jetzt sagen, das ist eine besondere Situation, da wollen wir uns gegenseitig unterstützen. Dann ist es aber auch bewältigbar. Und es geht sowohl im Bereich Kita als auch im Bereich Schule immer darum, die Zahl der Begegnungen zu verringern. Wir haben in Bielefeld 15.000 Kids oder 18.000 Kids im Kindergartenbereich, weiß ich nicht. 14.000 Kids in den Kitas. Wir haben über 50.000 Schülerinnen und Schüler. Da rechnen Sie die Beschäftigten zu und sehen, die begegnen sich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das ist unglaublich viel Begegnung, was da stattfindet. Und an der Stelle jetzt bei einer hohen Inzidenz einzugreifen, mit dem Ziel, Begegnung zu reduzieren, ist richtig. Darum war es auch richtig, dass der Präsenzunterricht in den Schulen in Nordrhein-Westfalen jetzt endlich auch beendet wurde. Ich sage endlich, weil das hätte man auch schon schneller machen können, wenn Sie mir diese Anmerkung mal gestatten. Jetzt ist es endlich geschehen. Ich finde das gut und richtig, wenn nochmal über 50.000 Schülerinnen und Schüler allein in Bielefeld, das zeigt, was da an Potenzial von Begegnungen drinsteckt. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Wir wollen aber die besondere Betroffenheit der Eltern, die sich hieraus ergibt, auch aufnehmen, auch politisch aufnehmen. Und darum werde ich dem Rat in seiner kommenden Sitzung vorschlagen, dass wir auf die Erhebung der Elternbeiträge für den Bereich OGS und Kita im Monat Januar verzichten. Ich gehe Stand heute davon aus, dass das Land die Hälfte des sich daraus ergebenden Aufwandes übernehmen wird. Das ist, soweit ich weiß, noch nicht finalisiert, aber Pressemeldungen, darüber habe ich heute Morgen schon gelesen, dass das auch das Land beabsichtigt. Wir finden das richtig. Das ist ein Zeichen von Anerkennung und Wertschätzung für die Eltern und für die Familien, die jetzt in eine wieder schwierige Situation gedrückt werden. Es ist mir auch klar, dass man das nicht mit Geld gut machen kann. Aber ich finde schon wichtig, dass wir dann als Gesamtgesellschaft denjenigen, die in dieser Zeit besondere Lasten übernehmen müssen, das sind hier die Familien, Anerkennung und Wertschätzung ausdrückt. Und darum wollen wir dem Rat der Stadt vorschlagen, hier auf die Erhebung der Gebühren für Januar zu verzichten. Technisch kann ich das nicht mehr, weil wir die Gebühren schon vereinnahmt haben. Wir werden das dann verrechnen mit den Februargebühren. Aber die Botschaft soll klar sein, Anerkennung und Wertschätzung für die Familien, die jetzt eben besonders auch gefordert sind. Ich will zum Thema Impfen zwei, drei Anmerkungen machen. Das ist in Bielefeld gut angelaufen. Wir haben auch eine relativ gute Impfbereitschaft nicht nur bei den Seniorinnen und Senioren, sondern auch bei den Mitarbeitenden in den Senioreneinrichtungen. Nach allem, was ich höre, liegt die in Bielefeld deutlich über dem Schnitt und den Erfahrungen in anderen Städten. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, ausdrücklich Danke zu sagen zu unseren Partnern, die uns geholfen haben, dieses Impfzentrum quasi aus dem Boden zu stampfen. Das war ein Riesenkraftakt. Das ist gut gelungen und darum herzliches Dankeschön an allen, die da so mitgemacht haben. Ein bisschen verärgert bin ich aber auch. Also wir haben im November und Dezember mit Riesenwerf dieses Impfzentrum aus dem Boden gestampft und jetzt steht das da. Und wird im Februar voraussichtlich richtig genutzt. Also wir nutzen das auch jetzt schon teilweise, aber eigentlich nicht in dem Maße, wie wir es aufgebaut haben. Und da ärgere ich mich schon, dass irgendwie die Planung auf Landesebene ein bisschen an den Realitäten vorbeigegangen ist. Da macht man uns Druck ohne Ende, ja, wir schaffen das. Und dann steht, ich habe jetzt im Bekanntenkreis letztens gesagt, jetzt haben wir einen Mercedes da stehen, aber kein Benzin zum Tanken. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Das hätte man mit mehr Ruhe und Gelassenheit, finde ich, auch besser angehen können. Aber im Ergebnis stimmt es, wir sind gut aufgestellt an der Stelle und es ist gut. Wir haben jetzt zu Recht auf Landesebene die Vorgabe, uns zunächst um die Impfung der Seniorinnen und Senioren in den alten Einrichtungen, in den Senioreneinrichtungen zu kümmern. Das geschieht jetzt in Bielefeld auch. Das finde ich auch ausdrücklich richtig, dass das prioritär verfolgt wird. Wir werden dann in der nächsten Charge an die Impfung
von allen Menschen ein, Wohnerinnen und Einwohnern der Stadt gehen, die älter als 80 Jahre sind. Auch das ist richtig, weil das ist eine besonders vulnerable Gruppe. Und wir wollen an der Stelle diese auch ermuntern, auch wenn sie jetzt nicht in Senioreneinrichtungen aufgesucht werden, sondern weil sie dezentral irgendwo selbstständig noch leben, ist ja klasse. Dann wollen wir sie ermuntern, zum Impfzentrum zu gehen, um diese Impfung auch entgegenzunehmen. Und wir wollen sie darin unterstützen, das zu machen. Darum möchte ich dem Rat vorschlagen, dass wir hierfür auch einen Fahrdienst entwickeln, einen Taxidienst entwickeln. Wir rechnen mit etwa 20.000 Seniorinnen und Senioren über 80 Jahren, die diese Impfangebote dann in den kommenden Wochen in Anspruch nehmen wollen und wollen sie, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, jetzt muss ich mal auf meinen Zettel gucken, wie hieß das denn jetzt? Irgendwo habe ich es. Das ist das Falsche, da ist das Richtige. Wenn sie in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und Angehörige ihnen die Fahrt zum Impfzentrum nicht abnehmen können oder über einen Schwerbehindertenausweis verfügen oder eine Pflegestufe haben, dann wollen wir ihnen mit einem Taxigutschein helfen, diese Strecke hin und zurück zu überwinden. Das wollen wir dem Rat auch nicht im Rat in seiner nächsten Sitzung vorschlagen, sondern durch eine Dringlichkeitsentscheidung vorher schon regeln. Also wir werden Anfang nächster Woche dafür eine Dringlichkeitsentscheidung des Rates versuchen zu erzielen, weil die Seniorinnen und Senioren, über die ich rede, in der Altersklasse älter als 80, schon mit einem Brief vom 15. Januar oder sowas informiert werden sollen, dass sie dran sind, wie sie sich melden können, wo sie einen Termin herkriegen können. Und wenn wir sie schon anschreiben, dann ist es der richtige Moment, ihnen bei der Gelegenheit auch zu sagen, hallo, wir geben euch auch einen Taxigutschein, wenn die Voraussetzungen vorliegen, also ihr in eurer Mobilität eingeschränkt seid und keine Angehörigen habt, die euch zum Impfzentrum bringen können oder ihr über einen Schwerbehindertenausweis verfügt oder eine Pflegestufe habt, dann nutzt den Taxigutschein. Und das können wir in einem Schreiben am 15. Januar machen. Der Rat tagt erst am 20. Januar. Darum muss ich mit einer Dringlichkeitsentscheidung vorher antreten, ob ich das auch machen darf, denn es kostet wieder Geld. Ich hoffe und ich finde, dass das Land das zu übernehmen hat. Denn das Land hat die politische Zusage gegeben, alle Kosten im Betrieb des Impfzentrums zu übernehmen. Aus meiner Sicht gehören die Transportkosten für Menschen, die Mobilitätsbeeinträchtigungen haben, zu den Kosten eines Impfzentrumsbetriebs. Das ist aber mit dem Land noch nicht ausdiskutiert, um das mal vorsichtig hier anzusprechen. Wir erwarten da einen längeren Diskussionsstand. Das heißt, wir gehen in Vorkasse, in Vorlast als Stadt, nach meiner Vorstellung, versuchen, das beim Land wiederzukriegen, können aber im Moment nicht garantieren, dass es klappt. So viel Zeit können wir aber nicht warten, sondern das drängt, das muss jetzt geregelt werden. Und darum gehen wir da jetzt dran. Denn wir wollen, dass möglichst alle Seniorinnen und Senioren von diesem Impfangebot in Bielefeld auch Gebrauch machen. Das ist für sie wichtig und wir wollen es ihnen so leicht wie möglich machen. Da soll nicht irgendjemand sagen, ja, ich bin da nicht hingekommen, sondern wir ermöglichen, dass sie da hinkommen. Und dann hoffe ich, dass das am Ende dann auch zu dem Erfolg führt, dass möglichst viele das nutzen. Lassen Sie mich noch zwei, drei Sätze zum Thema Schule sagen. Auch hier zwei verschiedene Abschnitte. Der erste Abschnitt, ich möchte Ihnen mal auch eine gute Nachricht heute überbringen. Wir sind ja befasst damit, auch alle Schulen in Bielefeld mit den digitalen Endgeräten auszustatten, auch die Lehrerinnen und Lehrer damit auszustatten. Und ich kann Ihnen heute berichten, dass wir mit Ausnahme von zwei Schulen, die heute und morgen noch beliefert werden. Alle anderen haben wir schon beliefert. Wir haben 10.000 Endgeräte an alle Schulstandorte ausgerollt. Die sind jetzt da, die werden jetzt den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt und wir haben damit ein sehr ambitioniertes Projekt erfolgreich bewältigt.
Das gilt auch für die weiteren 4.000 Endgeräte, die wir für die Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stellen. Auch die sind jetzt schon draußen, die sind vor Ort. Es hat nicht in allen Städten so reibungslos geklappt wie bei uns. Dass es bei uns so gut geklappt hat, hat was damit zu tun. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen, dass unsere Leute im Schulamt und auch bei der Beschaffung mit Hochdruck daran gearbeitet haben. Das war eine klasse Leistung und ich möchte mich bei meinen Mitarbeitenden wirklich herzlich dafür bedanken, dass sie das so hingekriegt haben. Damit ist eine wichtige Voraussetzung dafür geschaffen, dass man tatsächlich den Distanzunterricht auch mit Leben füllen kann. Aber es ist nur eine Voraussetzung, das haben wir immer gesagt, es sind noch mehrere andere Voraussetzungen zu erledigen. Die sind nicht alle in unserer Verantwortung, aber wir sind da dran. Zweites Stichwort zum Bereich Schule. Ich finde ganz naheliegend die Frage, was passiert eigentlich nach dem 31. Januar? Das ist ja schön, dass wir jetzt einen Lockdown bis zum 31. Januar haben. Was ist eigentlich danach? Ich höre ja, dass jetzt wieder Ankündigungen kommen vom Ministerium, dass dann der Präsenzunterricht wieder fortgesetzt werden soll. Ich frage mich, woher die Ministerin die Informationen hat, wie die Inzidenzlage in Nordrhein-Westfalen zum 1. Februar aussieht. Sie muss prophetische Gaben haben. Ich würde mir wünschen, um das jetzt auch mal, ich bin an dieser Stelle inzwischen auch ein bisschen verärgert, ich würde mir wünschen, dass das Schulministerium die Phase des Lockdowns nutzt, um endlich auch mal einen Plan B zu entwickeln. Einen Plan B dafür, dass das alles noch länger andauert. Und das bedeutet, dass man auch mal auf die Tagesordnung setzen muss, wie soll das denn mit dem Unterricht in einem Schuljahr gehen, das nicht normal ist, das auch nicht mehr normal wird, sondern das anders und besonders ist. Muss man da nicht mal diskutieren, welche Fächer auf jeden Fall im Unterricht noch angegangen werden und welche aber dann auch nicht? Müssen wir an der Stelle nicht auch mal diskutieren, wie die Prüfungsanforderungen in einem solchen Jahr, das kein normales ist, am Ende ausfallen sollen? Ob die nicht auch angepasst werden müssten? Aber man kann doch nicht so tun, als wäre dieses Jahr normal und bliebe normal. Ist es nicht und bleibt es nicht. Ich hätte mir gewünscht, dass die Ministerin und das Ministerium diesen Plan B in der Vergangenheit, Gelegenheiten gab es in der Sommerferien, in den Herbstferien, in den Weihnachtsferien, angenommen hätte. Jetzt wünsche ich mir, dass sie das in der Lockdown-Phase mal annimmt und uns dann vielleicht am Ende der Lockdown-Phase sagt, wie es gehen kann, wenn die Inzidenzlage es erfordert, auch weiterhin auf Präsenzunterricht in großem Maße in den Schulen zu verzichten. Und das sage ich jetzt auch mit einer gewissen Vehemenz, weil es mich auch ein bisschen verärgert hat. Also wir haben die Verlängerung des Lockdowns, wir haben das wirklich im Kreis der Oberbürgermeister, ich kann Ihnen das berichten, bei einer Videokonferenz mit 40 Amtskolleginnen und Amtskollegen und es ging ein Aufatmen durch die Runde. Das hat überhaupt nichts mit Parteipolitik zu tun. Alle haben gesagt, endlich, endlich. Und dann liest er einen Tag später in der Zeitung schon wieder eine neue Ankündigung. Das, Darum an der Stelle die Erwartungshaltung, wir brauchen auch mal einen Plan B, auch für den Schulbereich und der muss im Ministerium erdacht werden. Da ist mein dringender Wunsch in diese Richtung, dass das auch mal geschieht. So, jetzt merken Sie schon, ich habe die Chance jetzt mal genutzt, um ein bisschen breiter das aufzustellen, weil vieles mit vielem zusammenhängt und wir an vielen Themen arbeiten und baggern und buddeln und tun und machen. Wir sind in Bielefeld nach wie vor gut aufgestellt. Die Lage ist in hohem Maße dynamisch und wir müssen uns jede Woche die Karten neu legen, welche Maßnahmen in unserer Stadt angezeigt sind, um diese Pandemieentwicklung bestmöglich einzudämmen. Vielen Dank bis hierhin und jetzt würde ich Ingo Nürnberger gerne bitten, das zu vertiefen und zu ergänzen. Ja, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite noch, weil ich die meisten noch nicht gesehen habe, natürlich ein wunderbares 2021 und irgendwie lasse ich mir den Optimismus nicht nehmen, dass das am Ende ein gutes Jahr werden wird. Was will ich Ihnen noch berichten? Ich werde ganz kurz, ich glaube, das kann ich wirklich kurz machen, auf die Corona-Schutzverordnung eingehen, nochmal ganz schnell darstellen, was ist geblieben,
was durchaus bedeutend ist. Was hat sich verändert in bedeutenden Fragestellungen? Da ist aber auch schon einiges vom OB angesprochen worden. Im zweiten Schritt würde ich Ihnen was zur Corona-Lage sagen. Da wird gerade auch ein Papier, ein Erläuterungspapier ausgeteilt. Dann würde ich gerne auf die Situation kurz nochmal in den Kitas eingehen. Und dann gibt es noch ein paar Kleinigkeiten an Mitteilungen, die ich auch habe. Ich frage, wie angekündigt, mit der Corona-Schutzverordnung an. Ich gehe da wirklich kurz durch. In Paragraph 2 finde ich spannend, dass weiterhin nicht nur, also auch nach Silvester im Absatz 1 des Paragraph 2 ganz klar festgelegt wird, Partys und andere vergleichbare Feiern sind auch weiterhin untersagt. Das ist ja zu Silvester und Weihnachten neu reingekommen in die Corona-Schutzverordnung. Das gilt auch weiterhin und gilt auch für den privaten Haushalt. Also, das muss man einfach mal so in aller Deutlichkeit sagen, auch in den nächsten Wochen kann man nicht zu Hause seinen Geburtstag feiern und da 20, 30 Leute einladen und lustig Party feiern. Ist verboten, Punkt. Zur Kontaktbeschränkung Haushalt plus 1 ist eigentlich alles gesagt worden vom OB. Und wie wir das handhaben wollen, nämlich dass wir da erstmal alle Kinder unter 14 oder auch Kinder mit Behinderung sozusagen unter diese zu betreuenden Kinder definieren, das ist schon mal dargestellt worden. Wichtig ist, und das ist auch tatsächlich eine gute Klarstellung, dass die Umgangsrechte von Eltern gesichert sind. Also wenn die Eltern getrennt leben, dürfen natürlich die Elternteile mit Umgangsrechten ihre Kinder besuchen und treffen. Das war tatsächlich bislang nicht so eindeutig geregelt. Was ich auch wichtig finde im Absatz 5 dieses Paragraph 2, auch darauf gehe ich gerne ein, nämlich dass im öffentlichen Raum auch weiterhin der Verzehr von alkoholischen Getränken untersagt wird. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass das zum Beispiel an Kesselbrink oder am Treppenplatz durchaus auch kontrolliert wird und auch schon das eine oder andere für eine oder andere Verfahren auch schon, Bußgeldverfahren auch schon eingeleitet ist. Die Alltagsmaske im Paragraph 3, da hat sich im Grunde nichts geändert, da kann ich Ihnen jetzt schon ankündigen, dass wir die Allgemeinverfügung zum Tragen der Alltagsmasken in der Innenstadt, in bestimmten Bereichen von Pragwede oder Sennestadt, die werden wir verlängern, die läuft Mitte des Monats aus, die werden wir auf jeden Fall verlängern, das kann ich Ihnen schon mal ankündigen. Dann, wenn ich noch auf die Corona-Schutzverordnung gucke, in Paragraph 6 und 7, da geht es um Bildungsangebote, die nicht Schule sind. Die sind durchaus auch noch mal eingeschränkt worden. Das sind aber Details vielleicht, trotzdem nicht unwichtig. Was auch noch mal eingeschränkt worden ist, ist das ganze Thema Betriebskantinen und Mensen in Bildungseinrichtungen. Das soll im Grunde auch noch mal deutlich beschränkt werden. Und dann eben im 16 ist geblieben, in Paragraph 16 ist sie geblieben, diese Regelung, dass wenn wir über 200 Meldeinzidenz landen als Kommune, also uns überlegen müssen, ob es weitergehende Maßnahmen geben soll, und dass man die dann auch mit dem Ministerium abstimmen muss. Und in dem Zusammenhang würde ich gleich auf das zweite Thema, das ich angekündigt habe, eingehen, nämlich wie ist denn jetzt momentan die Lage? Und da muss ich leider ein bisschen weiter ausholen, um das zu erklären. Und ich brauche Sie da auch als Medien, auch als Partner sozusagen, um die Debatte oder auch die Darstellung der Lage auch zu versachlichen. Also, und ich kann jetzt schon sagen, die Lage ist ernst, aber nicht so dramatisch, wie sie sich vielleicht in den RKI-Zahlen in den nächsten Tagen darstellen wird. Sie wissen, dass in den Kommunen und so auch in Bielefeld es über die Feiertage zu einer Meldeverzögerung kam. Das hat mehrere Gründe, durchaus auch tatsächlich den Grund der Personalknappheit im Gesundheitsamt. Und ich sage auch ganz deutlich, wir haben in dieser Zeit der Feiertage den Schwerpunkt auf die Kontaktnachverfolgung gelegt. Darauf,
die neuen Fälle möglichst schnell nachzuverfolgen und die Infektionsketten einzudämmen. Das war Schwerpunkt. Und nicht die relativ, und tatsächlich ist da in dem Zusammenhang, das ist durchaus ein Grund, ist die Meldung der Fälle nicht hintangestellt worden, weil wir haben ja welche gemeldet, aber wir sind nicht komplett hinterhergekommen. Das Ergebnis ist, dass wir einen Meldestau haben, dass wir aber in der Kontaktnachverfolgung zum Glück relativ gut dastehen, dass wir da gerade auch über die Feiertage wirklich den Kontakten auch gut nachgehen konnten und auch Quarantänen aussprechen konnten. Da hatten wir tatsächlich kaum Rückstau und keine Probleme. Und das finde ich tatsächlich im Sinne der Infektionsbekämpfung auch die richtige Entscheidung, da die Priorität drauf zu legen. Das führt dazu, dass sich dann zu Anfang des Jahres wir einen Meldestau hatten, der insgesamt dann zu Beginn des Jahres so um die 450 lag. Also Fälle, die noch nicht gemeldet waren, die noch nicht in diesem aufwendigen Meldesystem eingegeben waren. Und die geben wir jetzt seit Mittwoch, werden die gemeldet. Und das hat jetzt zu diesem ja durchaus rasanten Anstieg der Meldeinzidenz auf knapp 180, glaube ich, heute geführt. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass wir jetzt mit Hochdruck den Rest des Melderückstaus, der ungefähr 250 beträgt, vielleicht jetzt heute, jetzt in dieser Stunde schon ein bisschen weniger, weil ja in den letzten paar Stunden gearbeitet worden ist, wir werden in diesen Melderückstau abbauen und das wird dazu führen, dass wir in den nächsten Tagen, Samstag, Sonntag, vielleicht auch Montag, so richtig nach oben schießen. Möglicherweise sogar in Richtung 300. Das sind aber nicht die echten Zahlen von Neuinfektionen, die es in diesen Tagen gibt. Was aber zu diesen dann sicherlich sehr hohen Meldeinzidenzen beiträgt, ist, dass die echten Zahlen auch hoch sind. Das haben wir Ihnen auch aufgeschrieben, nämlich dass wir Dienstag bis Donnerstag 331 Infektionen hatten, also innerhalb von drei Tagen 110 Fälle im Durchschnitt. Ich höre mich gerade selber, das irritiert ein bisschen. Dankeschön. Also wir haben 110 Fälle im Durchschnitt der letzten drei Tage, 331 eben insgesamt in diesen drei Tagen. Und das heißt, auch wenn wir jetzt in diesem Tempo weitermachen, kommen wir auch real über die 200, was ja dann wiederum die Grenze wäre, um einzuschreiten. Die Tage vorher waren die Zahlen relativ gering, die Neuinfektionen, aber seit Dienstag geht das richtig rasant los, sodass wir tatsächlich der nächste Woche wahrscheinlich in die Lage kommen, wieder die Regeln der Corona-Schutzverordnung anzuwenden und zumindest zu prüfen, ob wir weitergehende Maßnahmen ergreifen wollen. Aber da finde ich, da hat der Oberbürgermeister gerade zur 15-Kilometer-Regel alles gesagt, was man dazu sagen muss. Und was man ja auch mal sagen muss, das gesellschaftliche Leben ist ja ohnehin weitgehend flachgelegt. Also das schulische Leben ist weitgehend flachgelegt. Zur Kita komme ich gleich noch, da ist ja auch momentan zumindest relativ wenig los. Also wenn man jetzt weitere Einschränkungen machen will, die wirken sollen, dann müsste man wahrscheinlich nochmal richtig ins Wirtschaftsleben auch eingreifen. Das kann man machen, ob das wirklich sinnvoll und notwendig ist, würden wir klären, weil wir tatsächlich auch merken, dass wir auch in den Büros sozusagen und Firmen und Fabriken jetzt keine echten Cluster haben. Insofern muss man auch einfach überlegen, ob das überhaupt sinnvoll wäre. Jedenfalls, das wollte ich einfach mal erläutern. Wir haben Ihnen da ein erläuterndes Papier mitgegeben, damit Sie das, was ich jetzt erklärt habe, auch alles nochmal nachvollziehen können. Drittes Thema, was ich kurz ansprechen will, ist auch schon angesprochen worden vom OB zum Teil, das Thema Kita. Wir reduzieren ab nächster Woche in den städtischen Kitas, aber auch natürlich in den Kitas der freien Träger, den Betreuungsumfang um jeweils 10 Stunden. Das ist sicherlich ein Erschwernis für die
Eltern, vor allem möchte ich auch nochmal appellieren, dass, so wie der OB auch, die Eltern, die es anders hinkriegen, da bitten wir wirklich sehr herzlich, die Betreuung anderweitig zu ermöglichen und durchzuführen, sodass wir wirklich kleine Gruppen haben, ein bisschen stärker auf die Abstände achten können und damit auch sowohl die Kontakte der Kinder reduzieren, aber auch die Erzieherinnen und Erzieher und deren Gesundheit schützen. Das wäre wirklich meine Bitte, dass es jetzt eben nicht nur eine Reduzierung in den Schulen gibt, sondern auch eine deutliche Reduzierung in den Kitas. Momentan in den letzten Tagen seit Weihnachten oder seit der Jahreswende ist das ganz gut gelungen. In dieser Woche, ich rede jetzt nur über die städtischen Kitas, war der Betreuungsumfang eigentlich nie höher als 20%. Also so im Durchschnitt waren immer nur 20% der Kinder überhaupt da. In dem Umfang kann man natürlich dann die Gruppen sehr gut trennen und auch, was die Abstände angeht, kriegt man das natürlich sehr gut hin. Je nachdem, wie sich die Eltern verhalten, ist natürlich schon zu erwarten, dass in der nächsten Woche, wenn dann die Weihnachtspause endgültig zu Ende ist, die Zahlen steigen könnten. Ich hoffe nicht zu stark, weil es geht, wie gesagt, auch immer um die AHA-Regeln, auch in den Kitas und auch um den Schutz der Beschäftigten, um das auch mal so deutlich zu sagen. Viertes Thema, was ich habe ja noch gesagt, ich will auch ein paar Kleinigkeiten sind es gar nicht, für uns sind das schon wichtige Sachen. Die Bundeswehr hat die Amtshilfe nochmal verlängert bis zum 5. Februar. Da bin ich sehr, sehr dankbar, weil uns das jetzt über diese schwierige Zeit, ich habe über die steigenden Zahlen ja geredet, dass die Zahlen wieder sehr hoch sind, das hilft uns sehr, dass diese 20 Kameraden weiter da sind bis zum 5. Februar. Wir nutzen jetzt gerade noch die letzten Stellen, die uns bewilligt worden sind vom Rat, die werden aktuell gerade besetzt, sodass wir dann, wenn die Soldaten zum 5. Februar aller Voraussicht dann wirklich auch abziehen und wieder an ihre Dienstposten gehen, dass wir dann sie gut ersetzen können und wir dann mit voller Kraft das dann im Gesundheitsamt auch ohne Amtshilfe hinkriegen. Das ist das Ziel natürlich. Und damit das auch alles gut klappt, werden wir jetzt auch dem Rat vorschlagen und bitten, dass wir 70 Stellen, die nämlich Ende März auslaufen würden, 70 Stellen der Corona-Scouts, die da auslaufen würden, dass die bis zum 30.06. verlängert werden, weil wir definitiv davon ausgehen müssen, dass im ersten Halbjahr das Thema Kontaktnachverfolgung noch eine gewaltige Bedeutung haben wird und wir da auch wirklich das erreichte Niveau auch halten wollen. Und allerletztes Thema jetzt wirklich, das Thema Impfen noch in Ergänzung. Bevor wir in die Impfung der über 80-Jährigen gehen dürfen, ab Anfang Februar, dürfen wir, und das freut mich wirklich auch sehr für die Betroffenen, kriegen wir noch Chargen für die Krankenhäuser. Und zwar dort vor allem für die Leute, die besonderen Risiken in den Krankenhäusern ausgesetzt sind. Das sind die Beschäftigten in der Notaufnahme und das sind die Beschäftigten, die ja auf den Covid-Stationen, ob jetzt intensiv oder auch peripher, also die normalen Covid-Stationen, die Beschäftigten dürfen wir ab dem 18. Januar impfen und das freut mich für die Betroffenen wirklich sehr, weil die natürlich auch wirklich, wie es so schön heißt, an der Front stehen, erheblichen Risiken bei allen Schutzmaßnahmen ausgesetzt sind und dass wir die jetzt am 18. Januar impfen können, freut mich außerordentlich, das will ich auch sagen. Und zum Taxiangebot noch, das gilt jetzt im ersten Schritt und wahrscheinlich hoffentlich auch auf Dauer, vor allem für die über 80-Jährigen mit den Einschränkungen, die der Oberbürgermeister schon genannt hat. Und ich finde auch, dass das Land hier in die Kostenübernahme geht. Ich hatte da eine Telefonkonferenz mit den Städten und Landkreisen
aus Westfalen mit dem Max und da fand ich die Reaktion des Max schon interessant, weil ehrlich gesagt, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass der Transport der Leute dann eben dazugehört, zu den Kosten, die auch übernommen werden. Da gab es eine große Ernüchterung in dieser Telefonkonferenz und ich bin mir ziemlich sicher, dass der politische Druck da auch hoch sein wird und ich hoffe auch, dass das Max und die Landesregierung versteht, dass zu einer hohen Impfquote es dann eben auch gehört, die etwas eingeschränkten älteren Menschen dann auch auf möglichst ja, einfachen Weg ins Impfzentrum zu transportieren. Ja, so viel jetzt auch noch als lange Ergänzung von mir und jetzt werden Sie wahrscheinlich viele Fragen haben. Ja, Feuer frei, dann haben wir erste Fragen jetzt hier in der Runde. So, jetzt beginnt die Fragerunde und weil nicht alle Journalisten ein Mikrofon haben, werde ich versuchen, so ein bisschen Fragen zu dolmetschen. Ich habe normale Schreiber in dieser Runde, dass wir die auch erstmal versorgen können. Klappt mit den mit der Nachverfolgung während der Feiertage, aber die Meldung nach zum RKI war schwierig. Was macht die Meldung so schwierig? Ist das ein 10-Seiten-Fragebogen, der da ausgeführt werden muss? Was macht es so schwierig, eine Meldung nach Berlin abzusetzen? Das ist eine sehr gute Frage. Die tatsächlich melden wir nicht einfach, wir haben 20 Fälle an diesem Tag oder 50 Fälle an diesem Tag, sondern wir müssen dem RKI über das Landeszentrum für Gesundheit, um genau zu sein, alle Personaldaten liefern. Also wir müssen den Namen, die Adresse, den Eingang des Tests, die Dauer der Quarantäne und alles Mögliche melden. Und das mag für Sie wieder extrem ernüchternd sein, für mich übrigens auch. Es gibt keine programmierte Schnittstelle zwischen diesem System, das übrigens, so viel ich weiß, in dieser Woche auch nochmal gewechselt worden ist, also die Software wurde auch in diesem Jahr nochmal, in dieser Woche nochmal gewechselt, auf das wir uns einstellen mussten. Das heißt, selbst wenn wir die alte, für das alte eine Schnittstelle hätten, hätten wir es möglicherweise jetzt schon wieder nicht. Und deswegen müssen diese Daten alle nochmal eingegeben werden. Und das ist tatsächlich sehr aufwendig. Und übrigens ist es wohl auch noch ein relativ, zum Teil auch relativ fehleranfälliges Programm. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal berichtet. Genau, und deswegen ist es so aufwendig. Und ich finde das auch ernüchternd, sage ich ganz offen, aber es ist so. Im Alltag kriegen wir das gut hin. Aber es war halt jetzt über die Feiertage, waren wir besetzt. Und wie gesagt, wir haben den Schwerpunkt auf die Kontaktnachverfolgung gelegt, aber wir waren natürlich schon ausgedünnt, personell. Ja, dazu vielleicht noch anschließend. Diese Werte sind aber doch nun ein Maßstab, wie man sich zu verhalten hat oder haben auch Einfluss auf die Beschränkungen. Das sind doch eigentlich für uns die allerwichtigsten Zahlen, nach denen wir gehen. Und deswegen, wie verständlich ist Ihnen das, dass diese Zahlen auch über Weihnachten, über Silvester nicht erhoben werden? Andere relevante Berufsgruppen wie Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei sind auch im Dienst. Und im Augenblick ist das Gesundheitsamt eben auch eine sehr, sehr wichtige Behörde, die uns diese Zahlen liefert. Wenn wir uns nicht an diese Zahlen halten können, an was sollen wir uns dann halten? Vielen wurde ja eigentlich so ein bisschen vorgegaukelt, oh, uns geht's ja wieder gut in Bielefeld. Aber das war eben falsch. Und deswegen muss man dann die Vorsorge treffen, dass diese Zahlen wirklich zeitnah eingetragen werden? Also tatsächlich ist tatsächlich so, dass es ja nicht nur bei uns diese Probleme gab, sondern wirklich in quasi fast allen Kommunen. Zweitens hat tatsächlich auch das LZG und das RKI die Meldepflichten über die Feiertage auch verändert. Das ist ja auch alles kommuniziert worden. Und ja,
es ist ja nicht so, dass wir nicht gearbeitet haben, sondern das Gesundheitsamt war besetzt. Wir haben uns um die Neueingänge gekümmert, haben die Kontaktnachverfolgung organisiert, auch sehr gut organisiert, aber wir waren nicht mit voller Kapelle da. Und dadurch ist dieser Meldeverzug entstanden, wie gesagt, noch einmal, so wie in quasi in der ganzen Republik. Wir arbeiten das auf, wir brauchen auch nicht, die Kanzlerin hat, glaube ich, gesagt, die Zahlen sollen am 17. Januar wieder stimmen, die werden bei uns deutlich schneller wieder stimmen und die Realität wiedergeben. Bei einer 7-Tages-Inzidenz können Sie Stand heute, wenn wir das Wochenende noch brauchen, vor dem 18. wieder stimmen? Die Inzidenz würde bis zum 18. Januar verkehrt bleiben. Jedenfalls werden wir diesen Meldrückstand sehr schnell abarbeiten und werden natürlich beobachten, ob tatsächlich die reellen Zahlen über 200 gehen, und auch vor allem werden wir beobachten, was inhaltlich dahinter steckt, also ob wir Ansätze haben, um diese Ausbreitung der Infektion eindämmen zu können. Darauf werden wir natürlich achten, und wir wollen auch nichts beschönigen. Ich will ja durch die Darstellung heute, durch die ausführliche vor allem, darauf hinweisen, dass wir keine echte Inzidenz von 300 haben oder so, oder von 280. Vielleicht erreichen wir solche Zahlen in den nächsten Tagen. Und da bitte ich einfach alle Medien, da können Sie uns auch gerne kritisch hinterfragen, warum das überhaupt entstanden ist, aber ich will ja vor allem sagen, jetzt wiederum, dass wir auch keine Katastrophen sozusagen, keine Katastrophenstimmung erzeugen, weil wir angeblich auf 300 zugehen. Das tun wir in der Realität tatsächlich nicht. Die Kritik, warum wir das nicht geschafft haben über die Feiertage, die können Sie äußern. Herr Kaiser. Ja. Wann können wir wieder mit realen Zahlen rechnen, fragt Sebastian Kaiser, Kollege von der Neuen Westfälischen. Noch eine andere Frage von ihm? Ja, welche Neuinfektionen jeden Tag auftreten. Also diese Zahlen haben wir, und die sind ja auch der Tatbestand, den wir daraufhin analysieren, ob es neue Handlungsansätze für uns gibt. Das andere ist tatsächlich jetzt eine statistische Interpretation, die man vornehmen muss, die wir auch schon über den Jahreswechsel vorgenommen haben. Wir haben da immer gesagt, also wenn das jetzt runtergeht, diese Delle erklärt sich daraus, dass im Moment was liegen bleibt. Das ist kommuniziert und offen gemacht worden, und es war auch klar, es kommt nach der Delle der Peak, in dem das wieder nachgeholt werden muss. Da kommen wir jetzt auch nicht raus aus der Nummer. Hat auch was mit den Kapazitäten der Labore, der Testzentren und auch unseren eigenen Kapazitäten über die Feiertage zu tun. Der Zusammenhang ist richtig dargestellt. Aber wir wissen sehr genau, was in der Stadt passiert. Wir wissen sehr genau, ob wir es mit Hotspots zu tun haben. Und das sind die Daten und Fakten, die für uns wichtig sind, um agieren zu können. Daraufhin gibt es neue Maßnahmen, die wir ergreifen können, um die pandemische Entwicklung einzudämmen. Worum handelt es sich genau bei der digitalen Ausrüstung, die in Schulen zur Verfügung gestellt werden, fragt Sebastian Kaiser von der NW. Also es gibt für den Digitalisierungsausschuss und für den Schulausschuss eine umfangreiche Vorlage, eine Information. Die hat die Presse. Da steht sozusagen alles drin. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Marke, ob das Apple oder weiß ich was ist, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist aber auch nicht so relevant, aber alle Daten im Übrigen können Sie aus dieser Infovorlage, glaube ich, entnehmen. Ich wollte noch etwas zu den aktuellen Impfzahlen sagen. Zuletzt hat der Herr Diepaus von 3.600 oder 800 Impfdosen gesprochen, die in der Stadt angekommen seien. Gibt es da aktuelle Zahlen? Gibt es bestimmt, habe ich bestimmt auch eine Mail hier drin, aber die habe ich heute noch nicht gecheckt. Aber ich kann dazu was sagen, also generell zu den Zahlen, das ist ja vielleicht auch ganz spannend. Wir wissen natürlich, was
was bestellt wird von den alten Einrichtungen, von den Pflegeeinrichtungen. Wir wissen natürlich, was geliefert wird. Und wir wissen, um jetzt auch nochmal was Positives zu sagen, dass anders als in anderen Städten und Kommunen, wir das ganze Zeug, auch die ganzen Impfdosen auch verimpft kriegen, und zwar in den alten Einrichtungen. Und wir nicht irgendwie zu Notlösungen greifen müssen im größeren Stil, dass wir die Impfdosen irgendwie für was anderes nutzen, sondern wir kriegen sie. Wir haben das so gut mit den alten Einrichtungen, weil es für die übrigens auch eine Riesenanforderung war, so kurzfristig das alles zu organisieren, mit den Einverständniserklärungen und so weiter und so fort. Das hat hervorragend mit den Einrichtungen funktioniert, und deswegen kriegen wir die Impfdosen dort tatsächlich gut an den Mann und die Frau. Ich finde tatsächlich auch, das wissen wir noch nicht ganz genau, aber nach all den Rückmeldungen und Erhebungen, die wir tatsächlich selber haben, finde ich die Impfbeteiligung auch der Beschäftigten ja noch ausbaufähig, aber erstmal im ersten Schritt akzeptabel. Das sind auch nur alles Menschen, und dass die vielleicht auch erstmal beobachten, wie geht es dem Kollegen danach, verstehe ich auch. Übrigens haben manche und die meisten Einrichtungen auch bewusst gesagt, wir impfen nicht die gesamte Belegschaft, weil wenn wir dann doch viele Nebenwirkungen hätten mit, was übrigens nicht auftrat, aber man wusste es ja vorher nicht, dass dann nicht plötzlich die halbe Belegschaft wegen kleinerer Impffolgen und sei es nur mal kurzzeitiges Fieber nicht ausfällt. Dazu kam es nicht, zu diesen erheblichen Nebenwirkungen, aber das wusste man vorher nicht, und deswegen haben die alten Einrichtungen auch zum Teil wirklich darauf verzichtet, im ersten Schritt schon die ganze Belegschaft impfen zu lassen, was ich sehr sinnvoll finde im Übrigen, vor allem wenn man mit in der ersten Runde drin steckt. Und deswegen bin ich da schon relativ optimistisch, dass sich das noch weiter nach oben bewegt, was die Impfquote auch bei den Beschäftigten der alten Einrichtungen angeht. Wir kriegen nächste Woche dann über die Kassenärztliche Vereinigung, weil die dann tatsächlich jetzt dann noch viel genauere Daten hat, dann noch Daten zu der Frage, wie viele Beschäftigte und wie viele Bewohnerinnen und Bewohner in den Einrichtungen haben wir impfen können, sodass wir das dann nach und nach gut evaluieren können, ob wir in den Einrichtungen, aber dann auch auf andere Zielgruppen gute Impfquoten erreichen, weil das mir zum Beispiel auch wichtig ist. Ich will nicht nur wissen, ob wir die Impfdosen an den Mann und die Frau kriegen, sondern am Ende, in ein paar Wochen, will ich auch sagen, können wir mit dem Impfstatus in der Bevölkerung zufrieden sein. Und ich hoffe, dass das dann diese Auswertung, die Zahlen der KV, die wir wirklich in der nächsten Woche auch schon dann die ersten kriegen, dass wir das dann damit auch gut bewerkstelligen können. Also, Sie meinen jetzt für die Stadt? Wir haben da eine grobe Schätzung vorgenommen, und wenn wir mal annehmen, wir würden 5.000 Menschen damit versorgen müssen, von den knapp über 22.000, glaube ich, sind es. Wenn wir 5.000 Menschen, dann sind es ungefähr eine Viertelmillion, mit der wir da rechnen. Das sind aber wirklich Schätzwerte, weil wir ja nicht wissen, kommen die alle aus Sennestadt, dann ist es teurer, als wenn die Leute aus, keine Ahnung, aus Schildische kommen. Aber schätzungsweise, also wir reden echt über richtig Geld, um es mal so deutlich zu sagen. Und ich finde es gut, dass wir mit dem Oberbürgermeister und dem Kämmerer vereinbaren konnten, dass wir das jetzt so machen, auch mit dem Risiko. Aber ich noch einmal, ich finde tatsächlich, dass das etwas ist, was Land finanzieren muss, als Teil der Kosten für Impfzentren. Herr Kaiser? Noch eine Frage von Sebastian Kaiser. Wann kommt die Altersgruppe 70 bis 80 an die Reihe für die Impfung? Ja, möglicherweise müssen wir dann auch darüber nachdenken, aber jetzt fangen wir erstmal mit den 80-Jährigen an. Und wir werden ja über die Zeit, je weiter wir im Impfgeschehen kommen, auch dabei landen, dass es nicht nur alles über das Impfzentrum läuft, den großen zentralen Ort, sondern auch über die Arztpraxen.
Und spätestens ab dem Moment, glaube ich, hat sich das deutlich gelockert und gelöst. Aber Sie haben recht, es wird auch jenseits der Gruppe der über 80-jährigen Menschen geben, die in ihrer Mobilität so beeinträchtigt sind, vielleicht keine andere Möglichkeit der Unterstützung durch Angehörige haben und auch nicht über finanzielle Möglichkeiten verfügen, dass wir ihnen da helfen müssen. Und da müssen wir, ich finde, offen mit umgehen. Aber heute fangen wir erstmal mit den über 80-Jährigen an. Das wird uns ja die nächsten Tage und Wochen erstmal noch beschäftigen. Und dann hoffe ich auch, dass wir in den Gesprächen mit dem Land einfach auch weiterkommen. Ich will nur einen Hinweis geben, weil wir da auch schon danach gefragt worden sind, warum wir nicht einfach in Senne oder Sennestadt ein zweites Impfzentrum aufmachen. Ja, weil wir es nicht durften. Weil das Land uns eindeutig gesagt hat, pro Kommune, übrigens auch der größte Flächenlandkreis in NRW, Steinfurt oder was das ist, durfte kein zweites Impfzentrum, also hätte es schon machen dürfen, aber dann hätte es auch selber finanzieren müssen. Also war ganz klar die Aussage, nur ein Impfzentrum, und das ist natürlich für so eine Flächenstadt wie Bielefeld eine Herausforderung. Ich finde auch deswegen ist es sehr logisch, mit einem Taxiservice zu arbeiten, aber dann eben auch die Aufforderung ans Land, das zu finanzieren. Und ansonsten, da tatsächlich, je schneller dieser moderne Impfstoff in Massen produziert wird, umso schneller können wir auch in den Arztpraxen impfen. Und vielleicht ist das dann schon, wenn wir zu den 70-Jährigen kommen, vielleicht ist dann das schon so weit. Und deswegen finde ich es jetzt richtig, erstmal die Entscheidung des Rats für die über 80-Jährigen anzustreben. Es geht jetzt nochmal um die Kontaktbeschränkungen Haushalt plus eine fremde Person. Ja, also erstens muss man ja sagen, anders als das Verbot der Partys, die sich auch wirklich auf den privaten Haushalt beziehen, gilt alles andere für den öffentlichen Raum. Das will ich gar nicht zu stark betonen, weil ich will ja nicht auf die Schlupflöcher hinweisen, aber grundsätzlich ist, man lesen können Sie selber und die Bürgerinnen und Bürger auch, also deswegen kann man sie auch ansprechen. Und tatsächlich ist es so, dass es sozusagen für den Moment gilt, wo das Ereignis stattfindet. Und da gilt 2 plus 1 plus eventuell betreuungspflichtige Kinder. Und natürlich kann ich das 5-mal am Tag machen. Allein schon, ich meine, wie sollen wir es denn sonst auch als Ordnungsamt kontrollieren? Dass das alles nicht sinnvoll ist und dass das die Leute tun, die es lassen sollen, gilt natürlich dann trotzdem wieder. Also es ist eine Kontaktbeschränkung, und die Leute sollten auch verstehen, dass es eine und verstehen das ja auch. Die Leute verstehen ja, dass es Kontaktbeschränkungen gibt. Und ich glaube, sehr viele Menschen halten sich ja auch dran. Da gibt, aber insofern gibt es da nichts zu interpretieren. Es gilt das jeweilige Ereignis, wollte ich sagen. Herr Knepper. Es geht jetzt nochmal um Kontaktbeschränkungen. Das war ja gerade das, was ich gesagt habe. Trotzdem sollten die Leute wissen, dass es. Das Interessante ist, dass es im privaten Haushalt ja eigentlich noch viel gefährlicher ist, Leute zu treffen, als wenn ich damit durch den Park gehe. Trotzdem ist es so geregelt, weil das Land natürlich auch weiß, dass es erstens möglicherweise verfassungsrechtlich schon schwierig wäre, den privaten Haushalt zu stark zu regulieren, die private Wohnung zu regulieren, und zweitens stellt sich natürlich die Kontrollfrage. Aber trotzdem muss den Leuten einfach klar sein, dass sie Risiken eingehen und dass es gesellschaftlich nicht gewollt ist, momentan sich in Gruppen, die eben über dieses Haushalt plus eine Person hinausgeht, dass das momentan im Wesentlichen nicht gewollt ist. Und vor allem noch einmal, alles, was in Richtung Partys geht,
Da gibt es so schöne Definitionen vom Max, also alles, was nicht, wo es nicht um Besinnlichkeit und so geht, sondern wenn es eng wird in der Wohnung und Musik läuft und Alkohol getrunken wird, ist eine Party oder eine Feier. Und das ist sowieso auch im privaten Haushalt verboten. Und die Leute sollen einfach kapieren und tun es ja auch, dass wir in einer Zeit der Kontaktbeschränkung leben. Vielleicht kann man noch mal sagen, wenn Sie, das Ganze beruht ja auf der Verabredung Kanzlerin-Ministerpräsidenten. Da finden Sie diese Begrenzung auf den öffentlichen Raum nicht, sondern da sind diese Haushalt-Plus-1-Regelungen ohne irgendeine Einschränkung verabredet worden. Es gibt auch Bundesländer, die in ihren Corona-Schutzverordnungen in der Übersetzung auch den privaten Raum aufrufen und diese Regelungen auch da aktivieren. Davon hat Nordrhein-Westfalen bisher keinen Gebrauch gemacht und jetzt auch wieder nicht. Ich sage ganz ausdrücklich, ich finde diese Strategie des Landes Nordrhein-Westfalen richtig. Aus rechtlichen Gründen, wir haben eine andere Verhältnismäßigkeitsabwägung im privaten Raum vorzunehmen als im öffentlichen Raum. Auch als Oberbürgermeister, oberster Ordnungshüter hier, aus Durchsetzungsgründen, wie soll ich jetzt mit meinem Ordnungsamt bei Ihnen durchs Wohnzimmer laufen und gucken, ob da noch einer sich unterm Bett verkrochen hat. Also das ist doch, ich finde es nahe an der Absurdität. Aber genauso wichtig ist der Hinweis von Ingo Nürnberger, es gibt bei Regelungen, bei Rechtsvorschriften im Ordnungsbereich neben der unmittelbaren Regelung immer auch eine Orientierungsgebung. Und die Orientierung ist, lass es sein, mach es nicht, bleib zu Hause, treff dich nicht jetzt dauernd mit wechselnden Leuten, sondern im ganz engsten Kreis. Das ist die ganz klare Orientierung, die ganz klare Empfehlung, die vorgenommen wird. Und die muss eigentlich auch immer im Mittelpunkt der Kommunikation stehen. Ich habe mich heute ein bisschen, geärgert, aber ich habe heute in der Zeitung einen Rechtsprofessor aus Bielefeld gelesen, der vor sich hin schwadroniert, ob etwas so rechtmäßig ist und beim Gericht noch sozusagen eine Segnung findet. Das ist ja, da kann er in seinen Seminaren drüber philosophieren, will ich mal deutlich sagen. Aber die Orientierung, die wir heute in die Gesellschaft ausstreuen müssen, ganz egal, ob das bei Gericht am Ende eine Segnung findet, bleibt zu Hause und trefft euch nicht dauernd mit fremden Leuten. Das ist die ganz klare Orientierung, die wir heute geben müssen. Und da ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Und wir regeln im Hintergrund und wir kontrollieren im Vordergrund das, was wir können und was sinnvoll ist. Und nochmal, ich finde die Strategie des Landes Nordrhein-Westfalen, an dieser Stelle diese Differenzierung vorzunehmen, richtig. Vielleicht darf ich, um das nochmal auch darzustellen, warum das so wichtig ist, nochmal aus meinen letzten Gesprächen mit den Kliniken, mit den Krankenhäusern berichten. Sie haben ja gesehen in den Zahlen, dass wir, die berichten wir ja auch immer, dass wir mit einem unglaublichen Tempo nach dem Neujahr auf 150 Patientinnen und Patienten in Kliniken hochgegangen sind. Die ist jetzt etwas gesunken, unter anderem vor allem deswegen, weil ganz viele Menschen gestorben sind. Und dann deswegen sind auch die Zahlen in den letzten paar Tagen wieder ein bisschen gesunken. Und mir ist auch von den Kollegen aus den Kliniken berichtet worden, die haben ja neue Intensivplätze geschaffen. Die sind auch alle, die haben weitere Ausbaustufen. Und ein Klinikchef, ist jetzt egal, wer es war, hat mir gesagt, wenn ich jetzt nochmal eine weitere Covid-Station intensiv aufmache, und wir sind kurz davor, dann verschlechtert sich die Versorgung in den anderen normalen Stationen deutlich und spürbar. Und deswegen ist die Situation ist natürlich hier noch viel besser als in anderen Ländern und auch Bundesländern, aber sie ist auch hier nicht gut. Und ich sage das deswegen auch nochmal, damit die Leute hören ja auch zu, also dass sie einfach einen Eindruck kriegen, wo wir stehen. Und das war halt das Feedback, was ich gestern aus den Kliniken bekommen habe. Noch Fragen in dieser großen Runde?
schön verpackt.